Hallo, herzlich willkommen hier bei Kimago auf unserem YouTube-Kanal. Heute möchte ich ein bisschen persönlicheren Vlog machen. Persönlicher, weil es war tatsächlich ein letzter Flug von einem Kapitän, einem sehr netten Kollegen von mir. Ich hatte mehr frei als sonst in einer besonderen Location, die denn Kapstadt ist. Von daher verzeiht mir das eine oder andere vielleicht etwas persönlichere. Aber kann ja vielleicht auch ganz interessant sein. Mehr nach dem Intro. Michel, wohin geht's denn heute? Heute geht's erstmal nach Franschhoek. Und was machen wir da? Da, Wein trinken. Zum Frühstück Wein, zum Mittag Wein und am Abend dann auch ein bisschen Wein. Genau. Gary, geht's dir gut da hinten? Super. Yeah. Und den Green. Und was willst du jetzt davon essen? Also die Frage ist, womit fangen wir an? Genau, womit fangen wir an? Von oben nach unten. Oder würde ich sagen, arbeiten wir uns langsam vor. Tag 3. Schön gefrühstückt und jetzt geht's weiter nach, I don't know, where do we go now? We're going to Iranis. What is that? This is der beste Führer in Kapstadt übrigens. Yeah. Alles gut. Genau, fast. Gerade schön am Strand und jetzt in einem schönen Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber guck mal hin. Einfach ein traumhaftes Land. Schön warm. In Deutschland ist es kalt. Ah, bald geht's zurück. Das waren zwei ziemlich schöne Tage hier in Kapstadt und heute ist der letzte Tag. Heute mal ein bisschen weniger Programm, allerdings für mich persönlich eins der absoluten Highlights, nämlich etwas, was ich schon mein ganzes Leben mal machen wollte und irgendwie hat es immer nicht geklappt, ich weiß nicht warum. Heute geht es Helikopterfliegen. Look at the registration rum. Und aufgeregt? Ja, schon sehr aufgeregt, ja. Schon. Gary, kannst du das einfach so abgeben? Nee. You would like to go by yourself, right? No. No way. So I need a picture with you here. Okay.
Das war geil. Das war wirklich geil. Zweite Karriere als Helikopter. Tolles Erlebnis. Also ich kann es durchaus verstehen, wenn man das Helikopter fliegen mag. Verdammt teuer. Als wir dann da ankamen, hieß es, ja, wir haben ein bisschen Übergewicht. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Wahrscheinlich in meiner Fototasche. Ja, musste man ein bisschen mehr zahlen, aber egal. Das war echt cool. Jeder, der die Gelegenheit dazu hat, irgendwo mal Heli zu fliegen, machen ist gut.